toller Stuhl auf jeden Fall. Weil viele mich immer fragen, hast du Extensions? Hast du Extensions? Geil! Okay, ich bin bekloppt, ey. Ganz ehrlich, manchmal, also wenn ihr denkt, ich furz gerade. Oh mein Gott. Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Alles klar, Anja ist wieder crazy drauf. Aber was auch sonst, oder? Ja. Okay, was stimmt heute echt nicht? Ganz ehrlich, manchmal, also wenn ihr denkt, ich furz gerade. Oh mein Gott. Toller Stuhl auf jeden Fall. Und zwar habe ich heute für euch What's in my bag? Ja, was ist in meiner Tasche? Was habe ich immer mit? Was für eine Tasche habe ich? Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und fangen noch nicht erst an zu quetschen. Oh, mein Handy hat vibriert. Meine Tasche ist von Flora & Co. Keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Ob das überhaupt eine Marke ist. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Hauptsache meine Tasche ist schön. So. ja, das ist meine Tasche. Die sieht zwar sehr groß gerade aus, aber die ist eigentlich... Also die ist schon klein. Also die ist schon ein bisschen groß, aber die ist so trotzdem klein. Ach, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall ist sie eigentlich perfekt für meine Sachen. Also passt eigentlich alles rein. Also wie gesagt, die ist halt nicht zu groß und die ist auch nicht zu klein. Und ja, da habe ich so einen Bommel dran. Ist halt so rosé. Ich finde die voll schön. Was ist denn hier drin? Also, mein Handy ist auf jeden Fall hier drin. Ja, mein Handy habe ich immer mit. Das ist natürlich Pflicht. Mein Handy, ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben mein Handy zu Hause vergessen, wenn ich irgendwo hin wollte. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal euer Handy vergessen? Das würde mich mal interessieren. Zu Hause. Wenn ihr so weg wolltet oder so. Ja. Natürlich muss das Handy immer mit. Eine Bürste, mein Tangle-Teaser. Mein Tangle-Teaser ist mein treuer Begleiter und der muss immer mit. Das ist so schrecklich mit meinen Haaren manchmal. Echt, ich bekomme so schnell Knoten, weil die sind halt voll lang und dann verfangen die sich. Und nein, ich habe keine Extensions, weil viele mich immer fragen, hast du Extensions? Hast du Extensions? Klappt, ey. Okay, ja. Auf jeden Fall mein Tangle-Teaser. Ich weiß echt nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin auf jeden Fall heute richtig bekloppt. Ja. Dann muss natürlich mein Portemonnaie mit. Meins ist jetzt von Michael Kors. Nein, ist auch kein Fake. Ja. Da sind halt so Geld drin. Ach, ich hab mal Geld. Wusste ich gar nicht. Meine ganzen Karten und, ja. Ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Auf jeden Fall der. Das muss auch immer mit. Das ist auch sehr wichtig. Was haben wir denn hier drin? Ah, ein Parfüm. Das muss auch mit, weil... Also alles, was hier drin ist, muss mit. Das Parfüm kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eins meiner Lieblingsparfüms. Also wenn ihr wollt, dass ich mal meine Top-Lieblingsparfüms... dazu mal ein Video machen soll, dann ja, ach, ganz halt, wenn ihr das sehen wollt, dann gibt es wieder da. Wenn ihr das sehen wollt, ich weiß gar nicht, wie oft, obwohl ich könnte ja auch mal dreimal die Woche ein Video machen, wer weiß. Nein, auf jeden Fall, das ist von Kashmir und boah, das riecht so schön. An alle Mädchen oder Frauen da draußen, holt euch dieses Parfüm, ohne Witz, es riecht so weiblich, also richtig feminin riecht das. Das hat so einen richtig schönen Duft. Ich liebe diesen Duft. Also nicht für jeden ist das was, aber ich liebe den. Jetzt ist der Duft. Ja, meine Kopfhörer, die dürfen auch nicht fehlen. Also wenn ich die vergesse, dann bin ich echt aufgeschmissen. Ja, weil wenn ich unterwegs bin und ich bin eigentlich sehr... Ich bin relativ oft unterwegs und auch lange. Und wenn ich dann lange Zug fahren muss, bis nach Köln zum Beispiel, fahre ich so eine Stunde oder so, da darf das auf jeden Fall nicht fehlen, weil mir sonst richtig langweilig wird. Ja.
Natürlich mein Ladekabel. Also, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass auf jeden Fall, dass ich daran denken muss, dass ich mein Ladekabel mitnehme, weil ich das Problem sehr oft habe, dass mein Akku leer geht und ja. Deswegen muss ich mein Ladekabel immer mitnehmen, denn wenn mein Akku leer geht, muss ich auf jeden Fall mein Handy laden. Außer wenn keine Steckdose da ist, dann bin ich natürlich echt im Arsch. Ein Deo, und zwar ist das von Impulse, sorry, wenn ich was falsch ausspreche, Vanilla Kisses. 0% Aluminium natürlich, ich achte da sehr drauf, seit meine Mama das mir gesagt hat. Ich wusste das erst gar nicht, lol. Auf jeden Fall, ja, das ist mein Lieblingsdeo, das benutze ich auch immer und das kaufe ich auch immer regelmäßig. Und deswegen, wenn hier jetzt jemand denkt, hier ist Produktplatzierung, gar nicht. Also Leute, das ist alles hier von mir, was ich wirklich immer benutze und was ich auch empfehlen kann. Von mir aus, was kann das wohl sein? Könnt ihr es erraten? Mein Schlüssel. Apropos, oh mein Gott, Leute. Das habe ich von einer meiner Community bekommen. Hat sie mir geschenkt, ein Mädchen. So süß. Oh. Dann habe ich wieder den Schlüssel dran gemacht, weil ich das so süß fand. Weil ich dachte immer so, nee, Ende, das kannst du nicht wegschmeißen. Du bist gemein. So, wer weiß. So. Das bringt dir dann Glück. Ja, das ist mein kleiner Glücksbringer. Schlüssel. Hostelschlüssel. Und der hier wurde erst vor kurzem wieder neu gemacht, weil, ja, ich bin ein Tollpatsch und verliere natürlich oft meine Sachen. Kommen wir zum letzten Teil, und zwar sind das meine Kaugummis. Okay, das ist doch nicht mein letztes Teil. Es dürfen natürlich nicht fehlen, für einen frischen Atem. Das nächste ist eine Handcreme. Meins jetzt von Eos. Ich habe den auch noch nicht so lange. Ja. Bei Handcreme, also da bin ich, benutze eigentlich nie Handcreme, aber ich will mir das ein bisschen angewöhnen, dass ich immer meine Hände schön eincreme, weil ja, ich finde das einfach schön, wenn man schöne Nägel hat und dass man dann auch so, ich weiß nicht, irgendwas, was ich meine. Das war's auch schon. Die Tasche ist leer. Das waren eigentlich die wichtigsten Sachen, die ich immer mit habe, die für mich, also ohne diese Sachen, ne. Geht nicht. Geht nicht. Die müssen alle mit. Alle, die ich jetzt hier rausgeholt habe aus meiner Tasche, die müssen alle mit. Ja, also wie gesagt, ich benutze nicht nur die Tasche. Ich habe noch eine andere Tasche. Falls euch das interessiert, dann... Ich habe so viele Videoideen. Ich komme ja ganz durcheinander. Ihr könnt ja einfach in den Kommentaren schreiben, was jetzt von meinen Videos, welche ich... welche Idee ich jetzt gesagt habe, euch am besten gefällt. Schreibt das in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Ja. So, Leute, das war es jetzt schon mit diesem Video und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht war ja das ein oder andere Teil für dich dabei, dass du es nachkaufen kannst. Ja. Ich will einfach gar nicht aufhören zu filmen gerade. Kennt ihr? Ich weiß nicht. Nein, kennt ihr nicht. Oh mein Gott, ey, Enya. Was ist nur los heute mit dir? Schon seit Tagen bin ich so voll. Balla, balla. Ich will am liebsten noch weiterreden. Ich bin jetzt gewohnt, die ganzen Real... Also ich bin gewohnt, nur in Videos eigentlich mehr zu reden, anstatt, ja, irgendwas zu zeigen. Also halt nur über irgendwas zu reden, einfach so zu quatschen. Und deswegen habe ich gerade so das Verlangen, mit euch zu reden. Obwohl das Video eigentlich jetzt zu Ende sein soll. Aber naja. Ich glaube, ich rede jetzt auch nicht mehr so viel. Das reicht jetzt, glaube ich, echt. Ja, yeah. Ich will einfach dieses Video nicht beenden. Was ist los mit mir? Okay, nein, ich beende es jetzt, okay? Ich erlöse euch jetzt. Tut mir leid. Bitte verzeiht mir. Nein, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Und ja, bis dann, Antenne. Tschüss.